Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mindtest. Ja, ich stehe hier halt immer noch und ich hoffe, jetzt kommt hier nichts angeschissen, deswegen bin ich auch hier ein bisschen ins Wasser gelaufen, damit ich ein bisschen mehr Platz, Zeit habe zum Reagieren. Das wollte ich nicht, das wollte ich. So, nein, das war auch falsch. So hätte ich es gern. Ja, wir haben unsere Heimat schon gefunden. Es ist zwar jetzt noch Nacht, aber was soll ich jetzt hier lange rumstehen und warten? Ich müsste vielleicht mal was essen. Ja, super. Den einen hebe ich aber zumindest nochmal auf. So, ich würde sagen, ich mache mir eine Schippe. Und dann legen wir direkt mal los mit ein bisschen Terraforming. Und damit das für euch nicht allzu langweilig ist, habe ich mir so gedacht, ich könnte mir mal ein Steinschwert machen, das denke ich auch gerade. Ja. Das ist, glaube ich, ein bisschen wirkungsvoller. Und dann reicht sogar noch direkt für den Ofen. Das ist auch nicht schlecht. Dann hätten wir den auch schon mal so. Ja, und dann, oh, ich hoffe, uns gehen die Steine nicht aus. Wir machen mal ein paar Fackeln, wenn ich jetzt ein paar Stöckchen hätte. Dann machen wir erst Stöckchen. So. So, nein, nicht tausendmal klicken, einmal reicht. So, dann haben wir zumindest mal ein paar Fackeln. Ich höre schon irgendwas trapsen. Ist mir aber auch gerade wurscht. Ich würde sagen, wir gucken mal, was da trapst. So, wo wollte ich denn bauen? Jetzt habe ich schon fast wieder vergessen. Ach, da ist ein Dirtmonster. Na, super. Dann komm mal her hier. Dann gibt's gleich auf. Na, kommst du wohl her? Was soll denn sowas hier? Haken schlagen. Das waren ganz neue Methoden. War nicht schon immer so stark? Geh kaputt. Blödmann. Shit, den habe ich auch ein bisschen unterschätzt. Ey, habe ich gerade ein bisschen Muffe gekriegt. Ja, ich würde sagen. So. Kleines bisschen ausleuchten, dass ich ein bisschen was sehe. So. So. Puh, ja, wir haben eine ganze Menge Arbeit vor uns, sehe ich gerade. Vielleicht sollte ich doch warten, bis es hell ist, aber das ist natürlich auch doof. Dann stehen wir hier rum und warten, dass irgendwas passiert. Voll doof. Ich würde zumindest gern so alles auf diese Höhe bringen. Ne, ein tiefer eigentlich. Ja, genau, ein tiefer. So, dann würde ich sagen, fangen wir. Toll, habe ich noch Fackeln? Ja, ich habe noch welche. Hier so an, wa? Zu buddeln. Und dann machen wir alles auf diese Höhe, würde ich sagen. Und dann bauen wir, dann bauen, buddeln wir anschließend alles wieder mit Sand zu, also mit Erde zu, dass wir hier, hallo, Ruckler des Todes, was ist denn das immer? Dann würde ich sagen, ja, wir fangen hier so an. Das Gras sammle ich mal ein. Vielleicht kriege ich da irgendwie ein paar Samen ausgeprügelt. Also für Weizen. Ja, und dann würde ich sagen, das ist jetzt ein bisschen arg langweilig. Wenn nichts Spannenderes passiert, mache ich jetzt erstmal das Ganze hier mit dem Zeitraffer und dann sehen wir uns bald wieder. Ja, ich denke, das mache ich so. Ja, alles klar. So, dann bis. Halt, den prügeln wir noch um da hinten. Und dann ist die hoffentlich auch die Nacht schon rum. Da ist noch einer. Na super, dann prügeln wir beide um. Wir sind ja nicht so. Yeah. So, du mich auch so. Dankeschön. So, funktioniert Sprinten noch? Funktioniert noch. Oh, hier ist eine dicke, fette Höhle. Na, komm rüber. Na, kommst du nicht, ne? Aber soll ich dir was sagen? Hehehe, das gefällt mir. Ja, bleib mal da stehen. Machst du gut. ja. Gut, ich würde sagen, es könnte mal langsam hell werden. Wir gehen noch ein bisschen slendern. Ich habe da nämlich noch einen rumrennen sehen. Und, wo ist er denn?
Kollege. Kollege hat sich dünn gemacht oder ist despawned oder so. Keine Ahnung, jedenfalls, ich sehe nichts mehr. Da, ich wusste es doch. Wo hast du dich eben versteckt? Bist du doof oder was? Ja, hier bin ich doch. Irgendwie hat er gerade ein kleines Problem mit Wegfindung gehabt. Gut. So, erledigt. Jetzt können wir hier hoffentlich ein bisschen in Ruhe buddeln. Ja, und dann schauen wir mal. Wie spät haben wir es? Ach, der Mond geht eh bald unter. Beziehungsweise die Sonne geht bald auf. Dann haben wir es ja fast geschafft. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt kurz Zeitraffer und dann sehen wir uns in wenigen Augenblicken wieder. Bis dann. Ja, hallo, da bin ich wieder. Ich habe mir so gerade gedacht, es dauert ja ewig da mit dem Einplanieren. Vielleicht finde ich auf die Schnelle ein bisschen Eisen hier unten. Bis jetzt habe ich hier nur Zinn gesehen. Und ja, der Abstieg ist auch nicht gerade leicht. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir
Ja. So, hier kommen wir wieder hoch, das geht. So, dann würde ich sagen, können wir uns hier so langsam aber sicher ein bisschen runterbuddeln. So, das Zinn nehmen wir mal mit. Schadet ja nicht. Ja, aber Eisen sehe ich hier auf die Schnelle erstmal so auch nicht. Was ein bisschen schade ist. So, bleibt da mal hängen. Dankeschön. Und bald haben wir unsere Spitzhacke auch putt. Egal, das nehme ich trotzdem mit. Ja, damit ist die dann auch hin und Holz brauche ich auch demnächst. Ich würde sagen, das machen wir gleich, bevor uns das Holz ausgeht. Und dann machen wir das Terraforming einfach ein andermal weiter. Im Übrigen habe ich mir jetzt doch Zeitrechte gegeben, damit ich nicht immer hier in der Nacht rumbuddeln muss. Das ist der einzige Grund. Wenn wir hier mit dem Einebnen fertig sind, würde ich sagen, entziehe ich mir das einfach wieder. Und dann ist gut. Und wir brauchen, ja, wir brauchen Holz. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal nach drüben. Oh, das Ei nehme ich mit. Dankeschön. Und ich sollte nicht so viel rennen, dann kriege ich so schnell Hunger. Naja, egal. So, wir brauchen dringend eine Axt. So, eins, zwei, drei. Na, und dann. So, dann gehen wir erstmal ein bisschen Holz hacken, würde ich sagen. Und. Ja, dann schauen wir mal weiter. Vielleicht können wir auch schon anfangen, irgendwas Schönes zu machen. Hier, mir fällt aber im Moment nichts ein. Ich möchte eigentlich. Ja, gut, wir haben dann ja Platz ohne Ende, wenn ich das wirklich alles auf eine Höhe gebracht habe, da, diese Riesenfläche. Da habe ich natürlich wie immer wieder ein bisschen übertrieben. Dann könnten wir uns da ja ein richtig schönes Haus und einen richtig riesengroßen Garten anlegen und das nicht sehen. Also wird schon noch. Ja, ich fürchte mal, das ist meine Einladung zum Frühstück. Bin gleich wieder da. So, weiter geht's. Da bin ich wieder. Das war meine Frau. Die muss heute leider arbeiten. Die hat sich gerade verabschiedet. Das ist natürlich toll, ne? Der eine arbeitet Samstag Spätschicht, der andere arbeitet Sonntagvormittag. Also ganz super. Also im Moment ist alles, weiß nicht, ein bisschen zum Kotzen. Entschuldigung. Für das bisschen meine ich, nicht fürs Kotzen. Na egal, nichtsdestotrotz werde ich hier noch ein bisschen weitermachen. Ich denke mal, Langschläfer-Kakaobohnenkraft liegt eh noch in den Puppen. Und ich möchte ja zumindest hier diese Folge hier noch vollkriegen. Und ich habe gerade eben geguckt, meine Aufnahme war bei 35 Minuten, aber da ich ja irgendwie Viertelstunde mit Rumbuddeln verbracht habe, denke ich mal, ich mache hier einfach mal noch ein bisschen. Ja. Herkommen. So, dann haben wir auch gleich ein paar Setzlinge. Die könnten wir direkt dann da drüben auf unserer Seite pflanzen. So, ich würde sagen, ich hatte jetzt zweimal Nacht während des Buddelns. Das heißt, irgendwie habe ich 20 Minuten in Echtzeit gebuddelt. Oder halbe Stunde. Das heißt, ich hätte jetzt auf der Uhr, boah, naja, gerade mal 5 Minuten, 6 Minuten, 7 Minuten. Irgendwie so, nicht wirklich viel. Kriegen das aber hin. Ich denke mal. Ansonsten, ich gucke einfach mal, wie viel es dann in tatsächlich ist und eventuell schneide ich da einfach das nächste hinten dran oder so. Ich muss mal gucken. Ich werde dann gleich mal Pause machen, werde Frühstück zustecken, werde meine Tochter aus dem Bett werfen.
Ja, und dann mache ich hier weiter und dann gucken wir mal, wie wir das zusammenschneiden. Ich mache sowieso eine längere Aufnahmesession und dann gucken, dass es irgendwie passt. Also nicht wundern, wenn ich jetzt so sage Tschüss und komme, dann mach dann direkt weiter. Das ist dann halt so. Wir werden sehen. Oder ich verzichte ausnahmsweise mal für diese Session hier das ewige Hallo und guten Tag und auf Wiedersehen und überhaupt. Na, sag nicht, mein Inventar ist voll. Kann ja gar nicht. Da hat wohl nur ein bisschen was geleckt, warum auch immer. Verstehe ich jetzt zwar nicht. Komm, danke. Ja, und mit einer Steinaxt dauert alles ewig. Also wir brauchen dringend, wir müssen also nächste, in absehbarer Zeit dringend eine Höhlentour machen, weil so, ey, das dauert ja 100 Jahre, bis ich hier mal vorwärts komme. Ist hier noch irgendwo Holz drin, aber warum löst sich das nicht auf? Nö, keine Ahnung. So, machen wir zu hier. Danke. Danke. So, das sieht doch gleich ein bisschen netter aus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal da zu der Kiste hin, setzen uns dort einen Homepunkt, das ist ja auch interessant. Einmal so, einmal so. Irgendwas trapst hier rum. Ich habe es gerade gehört. Ach, eine Kuh. Ja, ich würde nicht runterfallen, nicht ruhig. Nicht runterfallen, sage ich gerade. Und was mache ich? Juhu, zwei Blöcke hochspringen. Geht mit Shift-Taste, ganz nebenbei. Wer es immer noch nicht weiß. Nein, das wollte ich nicht. Ach, egal. So, dann hacke ich den hier auch noch um. Dann ist meine Axt sowieso fast durch. Ich würde sagen, dann reicht es auch erstmal. Und dann ja, mache ich hier eine kurze Unterbrechung und dann sehen wir uns wieder. Mal gucken, wie ich das alles schneide. Denke mal, oder ich mache einfach mal eine kürzere Folge. Das ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Ja, haben wir, ne? Da ist nichts mehr drin, oder? Nö. Ja, dann sammle ich jetzt noch die Setzlinge hier ein. Ja, gut, hier ist nicht mehr viel. Weil hier hatte sich ja schon auch alles aufgelöst gehabt. So, dann mal gucken. Da oben liegt noch einer rum. So, und die können wir dann da drüben noch aussehen. Das war ein bisschen. So, geht das. Lass das mal weg hier. Dann sollte es sich eigentlich jetzt mal so langsam auflösen, ne? Oder ist hier noch was drin? Nö. Keine Ahnung. Das löst sich auch nicht auf. Wir nehmen es mit. Schadet nicht. Billiges Brennmaterial hält zwar nicht lange, aber besser als nichts. So. So, da haben wir es. So, das sieht richtig schön aus hier. Eigentlich haben wir kein schlechtes Plätzchen erwischt, denke ich mal. Und ja, ich würde sagen, es wird schon wieder Nacht. Na gut, einmal setze ich das dann noch auf Tag oder so. Irgendwas piepst hier. Ach, meine Heizung. Na super, dann muss ich gleich mal am Ventil schrauben, da ist irgendwie. Die hört sich gerade ganz ungesund an. So, das können wir hier auch zumachen. Das ist doch viel, viel besser, wenn wir das hier auch zu haben. Hallo? Hast du mich erschreckt gerade, du Kuh? Ach, da wollte ich doch rein. Ach nein. Naja, egal. Ich bin so schlau. Okay. Ich würde sagen.
Bevor uns hier was auf den Drömmel geht, machen wir ganz kurz nochmal Tag. Ich muss leider noch mogeln. Hoppsa. Das wollte ich nicht, so wollte ich. Und dann, ja, genau. So. Ich würde sagen, ich verabschiede mich mal kurz hier und dann, wie lange nehme ich jetzt auf? 42 Minuten. Okay, dann ist das diesmal halt eine etwas kürzere Folge. Es ist leider so. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.